Hallo, ich bin Vitali Becker und heute starten wir die neue Folge von One to Punch. Ich suche für euch immer neue Artikel aus und heute haben wir einen Schaumstoff-Schlagpolster für euch vorbereitet. Das ist unser nächster Gast. So wie ich schon gesagt habe, die besteht aus hartem Schaumstoff. Die fühlt sich wirklich sehr gut an. Ich kann sofort 5 Sterne von 5 von der Bearbeitung geben. Die ist wirklich sehr gut bearbeitet. Wir haben hinten einen Griff. Wir können einfach Hand die reinstecken und mit dem Griff halten wir die Schlagpolster fest. Das ist genau die gleiche Art wie der Muay Thai Schlagpolster, nur man hat nirgendwo eine Griffe, das ist überall möglich zu schlagen. Wir machen uns bereit auf den harten Training. Heute werden wir für euch rausfinden, was die Schlagpolster alles aushält und ich hoffe, ihr werdet viel Spaß dabei haben. Die Hände bekommen sofort 5 Punkte oder 5 Sterne, wie bei unserer Tabelle ist. Es ist wirklich sehr gut. Trainieren und benutzen. Unser Training ist vorbei. Ich muss sagen, die Schlagpolster hat sehr gute Gefühl hinterlassen. Man hat sehr viel Spaß gehabt, damit zu trainieren. Für die Fußtechnik, typische Taekwondo-Sachen, ist natürlich nicht so gut. In dem Sinne, da brauchen wir Targets, ja, das ist besser. Aber richtige Schläger, richtige Treffer, das ist Muay Thai, Kickboxen, ist wirklich genial. Man kann hauen ohne Probleme und wirklich den ganzen Einsatz von Fuß ausführen. Und jetzt machen wir nächste Kategorie. Der Mr. Checker zeigt uns wirklich, was die aushält und mit welchem Einsatz wir wirklich schlagen können. Wir freuen uns immer, wenn ihr unsere Video liked. Vergisst nicht zu abonnieren. Vergisst nicht zu trainieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.